Mobile Nerd Games. Servus Volks, hier ist der Markus vom Mobile Nerd Games. Wie geht's euch? Alles klar? Ich hoffe, in der Corona-Krise alle sind fit und gesund, trotz alledem. Ich wollte euch heute zeigen, was ich momentan mache. Ich arbeite daran, random Animations hintereinander im Loop abzuspielen. Und ja, das sieht so aus in Unity derzeit, wenn ich es aktiviert habe. Ja, da ist es noch nicht aktiviert, machen wir nochmal kurz Stopp. Mal kurz rüber und das Ganze aktivieren. Genau, Fighting aktivieren. Machen wir nochmal Play. So, und jetzt, so sieht das aus. Ich habe hier erstmal Placeholder genommen von Maxima oder Maximo, wie das heißt. Ja, und so spielt er dann die Animationen hintereinander ab. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich einen Knopf runterdrücke, die Attacken laufen random hintereinander. Das ist so das Ziel hier. Weil das Spiel wird skillbasierend. Das heißt, ihr, alle 10% bekommt man eine neue Animation hinzu, dass man, wenn man dann angreift, wenn man die 100% hat, einfach im Nahkampf als Beispiel hier einen kleinen Kung-Fu-Film guckt und die Leute richtig wegrockt. Das ist so die Idee dahinter. Ja, auf diesem Wege alles Gute, allen schönes Wochenende. Grüße Markus vom Mobile Nerd Games. Ciao, ciao. Mobile Nerd Games.